hat sich auch ausgehauen? Ja. Alter, es sind so viele Pokémon hier, ohne Scheiß, ey. Ich musste gerade leider den einen Mod, der ein Mythodos, das habe ich ja auch noch nie gesehen. Lol. Sieht doch wie strange aus. Ich musste leider gerade den einen Mod rauswerfen, den mit dem Level-Up-System, weil dann kamst du nicht mehr in die Furnaces rein, da, die sind dann gecrashed. Ein Monozyto. Was gibt's denn mittlerweile für Pokémon, ey? Die kenne ich alle gar nicht. Lol. Und was sind das da? Quappus und Quapputzis und... Oh, gibt's auch einen Quapsel. Ist das ein Quapsel? Oh, ist das cute. Oh, yo cute. Es ist so cute. Oh, no, no, no. Ich komme mir voll auf meine Kosten, ey. Na dann, wir sind auf der Suche nach Aluminium, meine Freunde. Für den Mod. Dann machen wir uns mal mit dem Boot über das weite Wasser hinaus. Und suchen das Aluminium. Large Kyokre? War hier gerade ein Kyokre unter uns? Das willst du mir sicher erzählen, oder? Das willst du mir sicher erzählen, dass ich ein Kyokre gerade war. Mein Boot schubst davon! Boss Diglett has found. Jetzt sagt mir nicht... Das krasse ist ja wirklich bei den Mods, lieber MC Dragon, dass die Viecher hier auch wirklich das machen, was sie normalerweise machen. Also die Taubsies, die springen ja nicht über den Boden, sondern die fliegen wirklich so 30 Blöcke in der Luft oder so. Das finde ich richtig krass. Und die Fische schwimmen ja auch richtig und... Alter, da hat sich jemand viel Mühe gegeben. Und das da sieht dann nach neuen Biomen aus, oder? Hoffe ich jetzt einfach mal, dass das neue Biome sind. Was haben wir denn da? Lauter Krabbis und Kingler, Alter. Oh, Alter, Kinglers. Krebskors. Krabbis. Alter, das ist krass. Und am Himmel siehst du nur die Pokémon fliegen, ey, das ist so genial, meine Freunde. Ich will mal gucken, wie das in anderen Ressource-Packs aussieht, aber ich glaube, es sieht scheiße aus mit anderen Ressource-Packs. Nehmen wir uns mal einfach das paar Sommer-Texturen-Pack. Da werden wir, glaube ich, gleich sehen, dass es richtig scheiße aussieht, wenn man nicht so ein Comic-Texturen-Pack drin hat. Vielleicht sieht es aber auch ziemlich geil aus. Wir werden es in Kürze erfahren. Wir sind im neuen Biom. Ist es geil. Wir haben einen ich dachte, wir kriegen jetzt irgendwas raus. Ach da, schwarzer Aprikot. Okay, das sieht richtig scheiße aus mit dem Texture-Pack. Na, dann hauen wir es mal wieder raus. Wir haben Aprikokos gefunden, ja, das ist doch super. Dann werden wir ganz kurz mal einen riesen Einkauf machen hier. Und dann gehen wir zurück. Bonita, ich glaub's ja nicht. Alter, das ist ein Arbor. Alter, das sieht geil aus. Yep, und hier sind die neuen Biome. Richtig krasse Schokoladenkacke, meine lieben Freunde. So ist das hier nun mal in der Minecraft-Welt. So, da wollen wir mal gucken, ob wir irgendwas Cooles finden hier. Wir gehen erstmal eine...
das muckelt gerade im Hintergrund, der hört ja, als würde ich gerade irgendwie nicht Cyber. Hört sich an, als wenn ich irgendwie so einen halben Herzkasper kriegen würde, gemixt mit einer Runde Dubstep. Herzstep. Ja, ich versuche jetzt mal hochzukommen. Ach, das geht auch hier. Da unten kloppen sich wieder ein paar Pokémon. Was ist es denn diesmal? Es sind Lytomi-Dingens. Ja, eine Lytomi, wer kennt sie nicht? Die sind schon so, sind halt anders als andere. Er war immer etwas Besonderes. So. Denn es wird wieder Nacht. Alter, ey, reck mich ab. Weiter inhalieren, ja. Was? Ich glaube, er hat sich gerade gemutet. Kleinstein. Okay. Das ist ein Georock. Geowatz würde ich gerne mal sehen. Hier kloppen sich wieder zwei. Ist schon echt cool hier. Also ich weiß nicht genau, was ich sagen soll dazu. Ist schon really cool. Ich glaube, die haben komplett die Monsters jetzt, die Pokémon. Da muss ich mal gucken, wie ich das mache, dass ich die irgendwie zurückschalte oder so ab und zu mal. Ich suche eigentlich gerade. Eine Stelle, wo Bäume sind. Denn da, wo die Bäume sind, können wir auch die Erze abkrabbeln. Hat mich vorhin gewundert, dass da ein Baum stand. Oder zwei Bäume standen. Weil das war auf jeden Fall eine alte Stelle noch. Traumatos. Da hinten ist Elektroball. Na gut, dann krabbel ich einfach mal hier jetzt hier gleich. Cool, hab ich noch ein bisschen. Ach, Packen hat ich auch noch, okay. Gut, theoretisch kann ich einfach mal gucken, ob hier was ist. Sieht aber alles ja nach cool aus. Ist hier irgendwo das Erz, das ich suche? Ich hätte es wirklich gerne. Du, du, du. Mir doch ein bisschen von dem Erz. Ich würde mich einfach mal senkrecht hier runter jetzt. Keine Ahnung, ob es bringt. Sollte ich übrigens sterben, werde ich mega abkotzen, glaube ich. Denn ist bei mir so der Punkt, so, wo ich so. Also, wir sollten auf jeden Fall im neuen Biom sein. Stone Beach, ja, das ist auf jeden Fall ein neuer Biom. Okay, jetzt ist die Frage, ob wir jetzt hier den Rohstoff finden, dieses Aluminium. Oder Bauxit in dem Falle. Aus dem dann Aluminium gewonnen wird.
Werden wir ja gleich sehen. Wenn nicht, wird es ein Ausflug für Rohstoffe. Noch einer. Oh. Für sowas wäre jetzt der Mod mit dem Dings ganz geil, aber der zeigt ja kein Bauxit an, schade. Schade, schade. Obwohl, können wir gleich mal gucken, was da außen sind, ob der eventuell auch Bauxit dann anzeigt. Das wäre krass. Und ich baue mir gleich noch einen, wenn ich hier einen Diamanten finden sollte und ein bisschen Eisen. Müssen wir dann mal schauen. Habe ich gerade ein Skelett, ein Zombie gehört? Wäre ja mal ausnahmsweise schön. So, ich grabe mich aber mal noch ein Stück weiter runter. Weil ich nicht weiß, auf welcher Höhe dieses Bauxit zu finden ist, gehe ich einfach bis auf Diamantebene runter, weil da findet man ja alle Mineralien. So. Das wäre hier. Oh, mal gucken, ob wir Bauxit finden. Bauxit. Bauxit. Oder ich erkunde mich vorher mal, wo ich es finde, dann geht's glaube ich schneller. Bis gleich. So, meine Freunde, wir können uns gleich umdrehen. Ja, ja, ja. Bist doch da. weil erstens findet man Bauxit nur in Extreme Hills und in Waldbiomen und zweitens nur auf einer Höhe von 41 Blöcken oder höher. Das heißt, wir sind hier vollkommen falsch. Mit unserem Stone Beach hier. Mit unserer Stone Bitch. Und aus dem Kronk-Let's-Play wissen wir ja, Bitch ist ist der englische Name für Weltfrieden. Also wundert euch nicht. So. Hallo Kappadorn. Ja, das heißt auf Deutsch, wir müssen also jetzt ein Forest-Biom finden oder ein Extreme-Hill-Biom. Extreme-Hill sind das hier nicht, das sind Sandstein... Keine Ahnung was. Es ist alles, aber kein Extreme-Hill. Jetzt haben wir hier ein River-Biom. Extreme-Hills. Ja, da war noch gerade Extreme-Hills. Ist Extreme jetzt hier oder was? Den Sinn verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht. Das ist hier irgendwie so eine Mischung zwischen 1000 Biomen. Also hier könnten wir Bauxit finden. In der Höhe von 41 und mehr. Hier sind 56. Ich würde mich mal ein bisschen runter. Und anscheinend gibt es ja auch einen Boss in der unterirdischen Dings irgendwie, keine Ahnung. Wir suchen mal Bauxit. Das ist Eisen. Bauxit wird natürlich im normalen Texture Pack dargestellt dann. Weil dafür gibt es ja keine Texturen hier. Oder? Ja, genau, das ist Eisen. Der Schwachsinn hätte mich jetzt sehr gewundert, wenn das irgendwie eingearbeitet wäre. Kann natürlich unter Umständen passieren, dass einige Mods eingearbeitet sind in so ein Tech-Topic. Aber eigentlich eher nicht. Müsste dann, wenn schon, dass der Spieler das selber nur gespielt hat und mit eingearbeitet hat in seins. Aber naja. Naja. So, welche Höhe haben wir denn? 47. Ich möchte hier mal ein bisschen gucken. Ich hoffe, ich finde schnell ein bisschen Bauxit. Ich weiß nicht, wie schnell das gehen so, geht. Sowas zu finden. Hier ist schon River.
spudel mich aber einmal sinnlos durch. Irgendwas werden wir schon finden. Wäre doch gelacht, wenn wir hier nichts finden sollten, tun, machen. Jajai! So. Ach, da oben sehe ich auch was für eine Tiefe ich habe. Muss ich gar nicht reinscrollen, ich bin so blöde manchmal. So. Bin ich hier unter 41, ich weiß nicht, ob das was bringt, ob das über oder unter besser ist, ich habe keine Ahnung. Boss Geodude gefunden. Ein Boss Dude, wir haben Boss Dude gefunden. Ein Boss Dude. Jo Mai, oder weißt du Bescheid? Ich gehe da mal genau auf 41. Und dann werden wir schon was finden. Hoffe ich einfach mal. In Extreme Hills bin ich auf jeden Fall. In so einem fünften Level aus Markt, ne? Doch alles für einen guten Zweck. Ich will ja Bisasam Samen wiederbeleben, du. La 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 la. Übersehen sollten wir die Blöcke eigentlich nicht, weil die müssen sich ja komplett von den anderen Blöcken abheben, weil die ja noch im Originaltext verpackt sind. Es sei natürlich genau das, übersieht man schnell. Ich weiß es nicht. Sind wir schon so geblendet von der Schönheit dieses Texturpacks? Hier irgendwo ist auch Wasser. Ich höre es ganz deutlich, aber ich kann ihn nicht sehen, wo. Ah. Aha, okay, super. Haben wir eine Höhle gefunden. In der ich jetzt hoffentlich zu ein bisschen Bauxit komme. Ich höre sogar ausnahmsweise mal wieder ein paar Zombie-Geräusche. Die sind ja selten gewoben. Okay. Quatsch, was mache ich? Den da. Ich frage mich gerade, ob ich mich überhaupt noch... Das ist Bauxit, oder? Jawohl, wir haben Bauxit gefunden. Sehr schön. Und gleich in so großer Form. Das gefällt mir. Da oben ist noch was. Holen wir uns auch gleich. Nehmen alles mit, alles nehmen wir mit. Bin ich hier, hier bin ich auf jeden Fall über 41, das heißt wir müssen wirklich über 41 suchen. Dann machen wir uns mal ganz kurz ein bisschen Fackeln noch, weil wir haben gerade kaum noch Fackeln. Müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen Kohle mitnehmen. Alter, jetzt da tief runter.
Aua. Und obwohl wir unten bestimmt kein Bauxit finden werden, verschlägt es mich doch hier runter. Denn die Diamantengier zieht mich an. Das ganze Eisen lasse ich jetzt mal einfach liegen. Ach, hier gibt es trotzdem Bauxit, okay. Und dann? Das scheint anscheinend so groß zu sein wie Kohle, die Adern. Finde ich sehr praktisch, denn das scheint ja eine ganze Menge Bauxit vonnöten zu sein. Guck mal gleich mal nach. Wie viel man da jetzt wirklich braucht. Und es lässt sich echt schwer abbauen. Muss man mal sagen, es lässt sich richtig schwer abbauen. Okay, es ist nötig. Geh. Bauxit. Für Waffen werden wir es nicht verwenden. Wir brauchen es auf jeden Fall für die Unterteile der Pokebälle. Okay, das ist schon mal nicht so gut. Ich finde komisch, dass hier nicht angezeigt wird, dass man damit auch Aluminiumblatt machen kann. Ich mache mir mal ganz kurz eine Workbench. Klack. Mit der Workbench mache ich mir einen Ofen. Klack. Und damit brenne ich mal kurz das, nicht das Eisenerz, sondern das Bauxit. Dass wir noch so ein bisschen Kohle haben, dann nehme ich mal ein bisschen Kohle gleich mit. Kohle, Kohle, Kohle. Ich muss schön auf den Kohle achten, dass wir genug davon haben. Ha, 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 ha. Damals in Russland war es kalt und da haben wir genommen die Kohle. So. Okay. Set Item, bla bla bla, Bauxit. So. Wir brauchen, Alter. Fossilmaschine Socke, Fossilmaschine Deckel, Fossilienreiniger, Fossilienmaschine, wir brauchen eine ganze Ecke Zeug. Linker Tauschsockel, rechter Tauschsockel. Tauschbildschirm, Tauschmaschinensteuerung. Die letzten vier brauchen wir nicht, weil das sind ja zum Dings, zum Tauschen zwischen Leuten. Grüner Tank. PC. Redstone-Lampe. Ich nehme mal an, dass man Platten so macht. Nee. Macht man nicht. Mit rein. Wären Aluminium-Discs. Wie macht man denn Platten? Aluminiumblech. Ich bin überfordert, glaube ich. Aber ich glaube, ich habe eine Idee, wie man sie macht. Moment, muss ich mal ausprobieren. Brauchen wir mal kurz ein bisschen Eisen. 12 ist noch lange nicht genug. Wir müssen mal einen Amboss machen. Ich glaube, man kann macht die Wände. Oh, guck mal hier. Jetzt haben wir den da gefunden. Noch mehr von dem leckeren Bauxit. Wer isst es nicht gerne? Es ist ja sehr delicious. Das weiß man ja. Ich knabber auch gerne mal Metall rum. So eigentlich meine meiner Lieblingsbeschäftigungen am Metall rumknabbern. Ja. Metalldildo? Achso, okay. Ja, was? Metalldildo hast du gesagt? Nee. Eigentlich nicht. Nee. Hast du dann schon halt verstanden? Ja, es ist. Man kann sich sogar eine Aluminiumrüstung machen, aber die soll nicht so gut sein, habe ich gelesen. So, jetzt kann man sich hier einen Hammer machen. Aluminiumhammer, genau, da Hammer. Haha, verstehst du, Aluminiumhammer? Da Hammer. Oh mein Gott. Ich brauche mal ganz kurz wieder die Aluminium-Farbe. Ich bin hier ein bisschen raus. Amboss.
Ach, jetzt haben wir auch zwei verschiedene Ambosse, alles klar. Der geht mit Eisenbarren. Dann mache ich mal ganz kurz, die lassen sich auch extrem schwer verbrennen, die Dinger, die sind echt hart. Die sind fast so hart im Nehmen wie der MC Dragon.